Mann, oh Mann. Nicht übel, hä? Ja, sehr beeindruckend. Ich glaube, hier kann man's aushalten. Ich kenne nur einen Ort, an dem es mir noch besser gefallen würde. Das hättest du dir früher überlegen müssen. Jetzt bist du hier. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Dann bring deinen Geist mal schnell hierher. Die Arbeit ruft nach dir. Inspirier mich. Wie war das? Gar nicht schlecht. Kannst du das noch mal machen? Hm. Willkommen, Mason. Guten Morgen, Dad. Es geht Ihnen also gut. Keine physischen Beschwerden? Nein, ich fühle mich gut. Gut, genau das wollte ich hören. Nett, dass Sie vorbeikommen und Sie nach mir sehen. Sie ist sozusagen meine Lieblingspatientin. Ich wollte einfach sehen, wie es ihr geht. Nett von Ihnen, aber jedes Mal, wenn ich zu Ihnen gehe, wiegen Sie mich einfach nur und messen meinen Blutdruck. Ich meine, das sind normale Untersuchungen, ist das alles? Wäre es Ihnen lieber, wenn es komplizierter wäre? Nein, das will ich bestimmt nicht. Ich frage ja nur. Nun ja, bis auf die Fruchtwasserprüfung gibt es zurzeit nichts, was wir noch untersuchen könnten. Die was? Es tut mir leid, ich dachte, das macht man bloß bei Risikogeburten und dann eigentlich auch nur bei Frauen über 35. Naja, das wird in der Regel auch so gehandhabt, aber diese Untersuchung dient auch dazu, festzustellen, wer der Vater des Kindes ist. Ich habe angenommen, dass Sie und Cruz gern sicher gehen würden. Ich weiß nicht, wie es Cruz geht, aber ich habe nicht den mindesten Zweifel, wer der Vater des Kindes ist. Bitte entschuldigen Sie mich. Natürlich. Es war nett, Sie zu sehen. Ja. War denn das wirklich nötig? Was denn? Ich hätte schon früher oder später mit ihr darüber geredet, aber bis dahin wollte ich, dass es unter uns bleibt. Sie sollte unbedingt auf diese Untersuchung vorbereitet sein. Ich kümmere mich schon darum und ich möchte Sie bitten, nie wieder in der Gegenwart von Eden davon anzufangen. Wie soll ich alles in die Wege leiten, wenn wir nicht darüber reden können? Dann werden Sie es erst in die Wege leiten, wenn Sie von mir Bescheid kriegen. Verstehen Sie doch. Ich will nicht, dass Sie denkt, das sei von primärer Bedeutung für Sie. Ist das klar? Ja, ich verstehe. Aber was ist mit Ihnen? Sie begreifen hoffentlich, wie wichtig es ist, oder etwa nicht. Ob ich das begreife, ist doch unwichtig. Einzig und allein Edens Wohlbefinden ist entscheidend dabei. Tut mir leid, wenn ich Sie verärgert haben sollte. Das war wirklich nicht meine Absicht. Seth? Ja? Gut, dass Sie noch da sind. Ich möchte Sie noch etwas fragen. Halten Sie den Zeitpunkt für angebracht, es meiner Familie zu erzählen? Ich möchte es nicht länger verheimlichen. Ich weiß, wie sehr Sie sich für mich freuen werden, verstehen Sie? Ja, natürlich. Warum denn noch nicht? Ich will nur sicher sein, dass Sie mich für gesund halten und keine Komplikationen erwarten. Sie können vollkommen beruhigt sein. Großartig. Okay. Dann werde ich nachher gleich alle Familienmitglieder anrufen und ein Treffen vereinbaren. Das heißt natürlich nur, wenn Sie nicht befürchten, dass ich das Baby verlieren könnte. Nein, soweit ich das jetzt beurteilen kann, ist alles in bester Ordnung. Oh, das ist wundervoll. Ich danke Ihnen vielmals. Ich hatte nicht allzu viel damit zu tun. Aber ich bin froh, dass ich Ihnen eine Freude machen konnte. Aber nichtsdestotrotz, achten Sie auf Sie und melden Sie sich bitte in ein paar Tagen. Ich passe auf. Gut. Danke, dass Sie gekommen sind. Ja, vielen Dank. Gern geschehen. Du meine Güte. Ich kann es kaum erwarten, endlich allen mitzuteilen, dass wir ein Kind bekommen. Daddy wird sich aus allen Wolken fallen und erst meine Mutter. Stell dir mal ihren Gesichtsausdruck vor. Ja, und Ted und Kelly und Mason. Hoffentlich gelingt es mir, alle zusammenzutrommeln. Ich meine, es ist doch sehr kurzfristig. Droh ihn doch. Nein, im Ernst, Eden. Willst du es im Moment wirklich schon an die große Glocke hängen? Cruz, ich glaube, meine Familie hat darauf genauso lange gewartet wie wir beide. Ich sehe keinen Grund, es Ihnen länger vorzuenthalten.
Gut, wenn es dir wirklich so viel bedeutet. Bezüglich der Vergewaltigungsfälle in Santa Barbara gab die Polizei heute bekannt, dass sie bisher zwar keinen Tatverdächtigen habe, sich aber anhand der Untersuchung ein eindeutiges Muster erkennen ließe. Der Vergewaltiger zeigt eine deutliche Vorliebe für blonde, junge Frauen und scheint über gewisse Kenntnisse im Elektronikbereich zu verfügen. In den beiden bisher... Der Vergewaltiger zeigt eine deutliche Vorliebe für blonde, junge Frauen und scheint über gewisse Kenntnisse im Elektronikbereich zu verfügen. In den beiden bisher bekannt gewordenen Fällen trug der Angreifer eine Maske, Handschuhe und dunkle Kleidung. Mach dich an die Arbeit, wenn du deinen Vater nicht schon am ersten Tag enttäuschen willst. Das ist komisch, aber ich weiß nicht, ob mich das stören würde. Das vergiss mal lieber ganz schnell, falls du vorhast, es hier zu irgendwas zu bringen. Oh ja, natürlich habe ich das vor. Ich stecke voller Ambitionen. Ich sollte auch etwas ambitionierter sein. Du musst wissen, ich habe schrecklich viel zu tun, vor allem seit Keith verschwunden ist. Das freut mich für dich. Ich frage mich nur, wie jemand aus freien Stücken Staatsanwalt werden kann. Du hast es auch sehr genossen. Was habe ich genossen? Staatsanwalt zu sein. Oh ja, aber das ist vor langer Zeit gewesen. Schon so gut wie vergessen. Deine Meinung ändert sich schnell. Hoffentlich nicht auch, was mich angeht. Oh nein, da kannst du wirklich ganz beruhigt sein. Das hoffe ich. Einen sehr schönen Tag. Ich sehe dich heute Abend. Aber sicher. Jetzt verzieh dich. Und lass mich allein, Capwell. Deal ist Deal. Ich habe wirklich etwas Besseres zu tun, als Interviews zu geben. Und selbst wenn ich Zeit hätte, würden Sie von mir nur das erfahren, was die Presse ohnehin schon weiß. Ich habe gedacht, dass wir beide uns darin einig gewesen sind, ab jetzt zusammenzuarbeiten. Oh, sind wir das? Mhm. Ich glaube, ich sehe das ganz anders. Sie haben gesagt, dass Sie mir vertrauen würden. Und ich verdiene Ihr Vertrauen auch, weil ich eine gewisse Kassette nicht veröffentlicht habe. Natürlich ist sie noch in meinem Besitz. Eine Kassette übrigens, durch die möglicherweise die Arbeitsmethoden der Polizei in Misskredit gebracht werden könnten. Hören Sie, ich will die Exklusivrechte an der Story. Und wenn ich sie bekomme, dann erfährt niemand etwas von diesem Band oder irgendetwas anderes, das Sie nicht veröffentlicht haben wollen. Ich halte mich dann vollkommen an Ihre Regeln. Ich werde Ihnen nur so viel sagen. Das nächste Mal erwische ich den Kerl garantiert. Nicht Castillo oder irgendjemand sonst. Ich. Das glaube ich Ihnen. Wenn Sie ihn erwischen, sollte das auch gewürdigt werden. Wäre doch gut, wenn eine Person Ihres Vertrauens dann als Erste am Schauplatz ist. Einverstanden? Ich bin bereit zu kooperieren. Bis zu einem bestimmten Punkt. Großartig. Zuerst interessiert mich Kane Garver. Was genau wissen Sie von ihm und vor allen Dingen, was halten Sie von ihm? Meine persönliche Meinung ist unwichtig und ich habe nicht einen einzigen handfesten Beweis gegen ihn, nur Vermutungen. Aber Sie befassen sich mit ihm. Wir haben auch allen Grund dazu. Er wurde in Tatortnähe von mehreren Passanten gesehen, hat eine mehr als fragwürdige Vergangenheit und das Gutachten seines Psychologen ist auch sehr interessant. Eins ist jedenfalls klar. Wir haben ein Auge auf ihn, und wenn er etwas damit zu tun hat, werden Sie es als Erste erfahren. Aber jetzt lassen Sie mich bitte weiterarbeiten. Gut. Vielen Dank, Lieutenant. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr Sie mir geholfen haben. Und ich denke, dass wir beide davon profitieren werden. Ganz bestimmt sogar. Eden, bitte sagen.
sag uns doch endlich, was los ist. Wir sind schon alle so gespannt. Ich werde es euch gleich erzählen. Ich will nur noch auf Ted warten. Er wollte doch gleich herkommen, oder? Ja, sicher. Aber könntest du nicht wenigstens eine Andeutung machen? Könntest du bitte brav sein und warten? Ich werde es gleich erzählen. Sind es denn gute Neuigkeiten? Auf schlechte Nachrichten warte ich nämlich nicht gern. Du wartest im Grunde auf gar nichts gern. Ted wird gleich hier sein und dann erfahrt ihr es schon. Ich komme schon. Ich warte schon die ganze Zeit auf dich. Das reicht jetzt. Ich habe mich doch dafür entschuldigt, oder nicht? Jetzt, wo wir alle vollzählig sind, könntest du das Geheimnis lüften. Du meinst, ich... Wisst ihr, ich fand es gerade so schwierig. Muss ich dir wirklich erst wieder drohen? Okay, okay, ihr habt mich schon überredet. Ich wollte mir nur nicht vorwerfen lassen, dass euch das alles zu schnell geht. Das würde dir doch niemand ernsthaft vorwerfen. Also gut. Also es ist etwas geschehen, worauf wir schon sehr lange gewartet haben. Und von dem jeder hier weiß, wie wichtig es für uns ist. Es ist endlich soweit. Wir werden ein Kind bekommen. Oh, Liebling, das ist ja großartig. Du bist schön. Das ist wirklich wahr. Ich freue mich, dass du verdächtig bist. Lass dich umarmen. Ich liebe dich. Ich weine gleich. Ich würde mir das nur so lange verschweigen. Ich hatte noch nicht mal eine Ahnung. Das hat mich eigentlich auch sehr erstaunt. Gewöhnlich hast du doch einen Riecher für solche Sachen. Ich hatte so eine. Sag, was willst du an mich? Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Eine Sekunde. Kelly hat eine Frage gestellt und ich würde ihr sehr gerne antworten. 5 Wochen. Ich bin seit 5 Wochen schwanger. Oh Mann, das ist wundervoll. Eben ganz wundervoll. Ach du. So tolle Neuigkeiten und du stehst da. Kriege ich keinen Kuss von dir? Entschuldige, ich freue mich unheimlich für euch. Wir müssen das unbedingt feiern. Wir machen denn mit einem Essen? Keine Babyparty, das wäre doch viel zu früh. Uns wird das wohl etwas einfallen. Ich freue mich unheimlich, dass es euch so viel bedeutet. Aber das weißt du doch. Und ich habe 1 Million Fragen an dich. Muss ich die alle beantworten? Ja. Großartig. Meinen Glückwunsch, Cruz. Heute dreht sich alles um Eden. Mit dir redet kein Mensch. Ach, das ist okay. Sie hat es verdient. Sie hat die meiste Arbeit geleistet. Weißt du, ich bin wirklich überglücklich. Ja, ich weiß. Das ist nur eine Sache. Um ihre Gesundheit brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Zack Kelton betreut ihre Schwangerschaft und hat versichert, dass alles bestens läuft. Nein, das habe ich nicht gemeint. Was macht dir denn sonst Kummer? Naja, diese 5 Wochen, Cruz. Seit 5 Wochen ist sie schwanger. Das entspricht genau der Zeit, wo sie vergewaltigt wurde. Extra für dich. Ein ganz winziges Gläschen Champagner. Nein. Ach komm schon, Ihnen, das ist der bester Champagner. Den kannst du doch nicht ablehnen. Der ist unverschämt teuer. Ich möchte auf gar keinen Fall irgendetwas falsch machen. Oh nein, ich denke, ich sollte mich Eden anschließen und auch davon nicht sicher sein. Komm, dann nehme ich es. Ich mag Champagner sehr gern und ich finde, dass es langsam Zeit ist für einen Toast. Na also. Tja, ich glaube auch. Es wird Zeit, dass jemand von uns ein paar Worte dazu sagt. Da werde ich dann wohl als älterer Bruder die Sache in die Hand nehmen, oder möchte jemand anderes? Macy, bitte. Bestimmt möchte dein Vater gern als Erster etwas sagen. Sissi? Das ist eine gute Idee. Vielen Dank. Danke. Ich möchte mir erst mal ein Glas nehmen. Ich weiß nicht, ob ich was Vernünftiges rauskriege. Ich bin so unglaublich froh und überglücklich, dass mir ganz einfach die Worte fehlen. Dass Cruz und Eden ein Baby kriegen, bedeutet mir mehr, als ich auszudrücken vermag. Ich bin sicher, Carmen empfindet genauso. Wenn man weiß, dass Nachkommen da sind, hat man das Gefühl, unsterblich zu sein. Und darum hoffe ich, dass es das erste Kind von vielen ist. Und ich wünsche euch allen dreien ein glückliches, zufriedenes Leben. Auf euer Wohl. Vielen Dank. Und das Baby. Dir auch, Mama. Carmen? Ja. Was soll ich nur sagen? Ich weiß, wie sehr Eden und Cruz sich ein Baby gewünscht haben und was für wundervolle Eltern sie sein werden. Sie werden diesem Kind all ihre Liebe geben. Wer, wenn nicht Sie, hätten dieses Kind verdient? Ich freue mich jetzt schon auf ein langes und wunderschönes Leben. Als Babysitter. Babysitter, ja. Ganz sicher.
Vielen Dank. Ich danke euch allen. Und jetzt möchte ich wissen, warum du uns so lange auf die Folter gespannt hast. Ja, das würde ich auch gern wissen. Naja, ich wollte es euch nicht sagen. Jedenfalls nicht, bevor ich mir sicher sein konnte, dass alles so läuft, wie es nun mal laufen sollte und dass nichts mehr schiefgehen kann. Gut. Und jetzt hast du die Gewissheit, ja? Ja, genau. Ja, wir haben mit Ihrem Arzt heute geredet und er hat uns versichert, dass es keine Probleme geben wird. Deswegen wollten wir das ja auch sofort allen erzählen. Großartig. Und jetzt möchte ich noch gern ein Glas Champagner. Das muss gefeiert werden. Selbstverständlich. Na, Mama. Bitte sehr. Es ist ein wundervoller Tag heute, was? Ich freue mich so, aber sei bitte vorsichtig, okay? Bitte tu auf keinen Fall etwas, das... Ja. Keine Sorge. Ich bin vorsichtig. Ich wollte dir was sagen. Ich beobachte dich schon eine Weile und du siehst traurig aus. Ich hoffe, du denkst nicht mehr an das, was passiert ist. Nein, ich bin nicht traurig. Ich freue mich riesig für dich. Jemand hat dir etwas Furchtbares angetan, aber dieses Kind wird dir helfen, alles zu vergessen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Danke. Du wirst auch noch ein Baby kriegen, ich weiß es. Ich hoffe es. Und dadurch verändert sich so vieles. Dann wirst du also schon sehr bald ein Brüderchen oder ein Schwesterchen bekommen, mein Kleiner. Mal ehrlich, Mama, jetzt, wo du schon einen kleinen Vorgeschmack aufs Enkelhüten hattest, willst du wirklich noch eins dazu? Oh, ich kann es nicht erwarten. Carmen, Sophia und ich gründen einen Großelternclub und Sie sind doch hoffentlich Mitbegründer. Cruz und ich haben auch gerade darüber geredet. Heute ist ein wundervoller Tag für jeden von uns. Koste doch wenigstens mal. Nein, im Moment nicht. Ich bin Nummer 2. Na gut, dann muss ich das Zeug allein vernichten. Ist das nicht großartig? Oh ja, es ist fantastisch. Abgesehen vielleicht. Ach, was soll's. Was denn? Naja, ist doch merkwürdig. Merkwürdig? Was? Oh ja. Ted, seit 5 Wochen ist Eden schwanger. Ja. Das stimmt genau mit dem Zeitpunkt der Vergewaltigung überein. Vergiss das nicht. Lieutenant? Vietnam-Veteran. 2 Jahre psychiatrische Behandlung in einer Privatklinik in San Francisco. Was ist das? Hatte Miss Eden Capwell 3 Monate lang in seiner Gewalt. Interessant. Oh, verdammt. Was tun Sie denn da? Ach, wieso frage ich das eigentlich? Das sind Gavas Akten. Lieutenant, ich... Für wen halten Sie sich? Ich könnte Sie dafür einsperren lassen. Hören Sie, ich habe doch keinem damit geschadet und ich würde das doch sowieso gar nicht verwenden können. Ich bin Reporterin, ich war neugierig. Tut mir leid, es wird nicht wieder vorkommen. Ihre Entschuldigungen interessieren mich ganz und gar nicht. Es wäre wohl anscheinend das Vernünftigste, unser sogenanntes Vertrauensverhältnis noch einmal zu überdenken. Na gut, ich weiß, dass ich jetzt einiges dafür tun muss, damit Sie mir wieder Ihr ganzes Vertrauen schenken. Aber wenn ich noch mal eine Chance kriege, werden Sie sehen, dass ich... Entschuldigen Sie bitte, Lieutenant Boswell, ich würde Sie gern sprechen. Miss Wainwright, er gehört Ihnen. Ich wollte sowieso gerade gehen. Schönen Tag noch. Nun, was kann ich für Sie tun? Ich würde gern wissen, wie weit Ihre Nachforschungen nach Timmons sind. Tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Mein Job ist es, den Vergewaltiger zu finden. Das hat absoluten Vorrang zurzeit. In Ihrer Position sollten Sie über alle Fälle informiert sein, Lieutenant, nicht nur über einen. Dennoch haben Sie recht, die Vergewaltigung hat Vorrang. Wie weit sind die Ermittlungen? Wieso sagen Sie mir nicht, was Sie wissen wollen? Ich will wissen, welche Blutgruppe der Täter hat. Das ist eine Sackgasse. Wie soll ich das verstehen? Hier ist es. Er war null positiv. Eine häufige Blutgruppe, sehr verbreitet. Ein Mist. Gut, in Ordnung. Und die Kamera, was ist mit der Videokamera, die Sie dort sichergestellt haben? Tja, glücklicherweise hat der Leiter der Untersuchung dieses Beweisstück aus Wut fast völlig vernichtet. Alles, was wir aus den Trümmern retten konnten, sind ein paar Zahlen der Seriennummer und... Augenblick mal bitte. Sie wollen doch nicht etwa andeuten, dass Sie Cruz dafür verantwortlich machen, dass der Fall noch nicht gelöst ist? Ich will gar nichts andeuten. Sie wollten von mir informiert werden. Das habe ich getan. Ist Ihnen jeder Gedanke gekommen, Lieutenant, dass Mr. Castillos Wut gerechtfertigt sein könnte? Er ist ein Mensch mit Gefühlen. Und wir werden diesen Fall nur dann lösen können, wenn wir begreifen, dass der Mann, den wir suchen, auch ein Mensch ist. Denn wenn wir erst mal wissen, wieso er das tut, sind wir ein gutes Stück weiter. Also finden Sie ihn, und zwar so schnell wie möglich, bevor es noch eine Vergewaltigung gibt. Aber was rede ich da? Das ist Ihr Job und ich will lediglich Ergebnisse sehen. Und zwar bald. Wart ihr schon beim Arzt? Ja, waren wir. Und, was hat er gesagt? Er kann nichts Definitives sagen. Aber Eden ist überzeugt davon, dass es von mir ist. Und das ist ausschlaggebend für mich. Cruz, und wenn...
Wenn auch nur die entfernteste Möglichkeit besteht, dass dieser Mann der Vater des Kindes ist. Das ist doch unvorstellbar. Mr. C., wäre es dir lieber gewesen, wenn wir die Schwangerschaft verschwiegen und kein Wort zu euch gesagt hätten? Nein, natürlich nicht. Aber ihr solltet zumindest darüber nachdenken. Sie tut, als sei es eine vollkommen normale Schwangerschaft. Für sie ist es das auch. Was soll sie denn bitte tun? Erwartest du, dass sie jetzt völlig fertig ist? Soll sie sich vielleicht verstecken, weil das Kind möglicherweise von einem anderen ist? Das ist nicht nur ein anderer Mann. Das ist ein Gewalttäter. Und er ist seelisch gestört. Cruz, was ist, wenn das Baby diese Anlagen geerbt hat? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Das könnte aber genauso gut völlig normal sein. Aber das wissen wir nicht. Und es bricht mir das Herz, dass meine Tochter die Tatsache leugnet und sich vormacht, dass alles normal verläuft und dabei diese Gefahr übersieht. Ein gewisses Risiko nimmt jedes Paar bei jeder Schwangerschaft auf sich. Ich spreche nicht von physischen Defekten. Ich meine natürlich genetische. Cruz, ich mag dich. Ich mag euch beide. Es fällt mir nicht leicht, dir zu sagen, wie ich darüber denke, aber wenn ich es nicht tue, wäre es verantwortungslos von mir. Wenn das Kind nicht von dir ist, wirst du es großziehen und vergessen können, woher das Baby ist? Ich meine, nur mal angenommen, unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigen sich und das Kind kommt behindert zur Welt. Hast du schon mal nachgedacht, wie du damit fertig wirst? Kannst du das akzeptieren? Das muss dir vorher klar sein. Das weiß ich noch nicht, Mr. C. Keine Ahnung, ich kann dir nicht antworten, weil ich es nicht weiß. In Ordnung. Jetzt hör mir mal zu. Bitte hör mir zu. Überleg dir gut, ob es nicht für alle Beteiligten doch besser wäre, eine Abtreibung in Betracht zu ziehen. Oh nein! Cruz, ich weiß genau, wie grässlich allein der Gedanke daran ist. Ich weiß, was du jetzt denkst. Aber du musst auch an die Konsequenzen denken, wenn er es nicht tut. Und welche Konsequenzen hat es, wenn es doch mein Kind ist? Dann habe ich den Tod meines eigenen Kindes auf dem Gewissen. Oh, Cruz, hier steckst du. Ich habe dich schon überall gesucht. Tut mir leid, Mama, aber wir haben einfach die Zeit vergessen. Ich sehe dann mal nach Eden. Ich hatte noch keine Zeit, mit ihr zu reden. Mr. C., sag nicht zu ihr, bitte nicht zu ihr. Das hatte ich auch nicht vor. Denk darüber nach. Carmen? Ist alles in Ordnung? Es ist alles bestens. Hattest du eine Auseinandersetzung mit CC? Nein, nur eine Unterhaltung. Und was kann ich für dich tun? Weißt du, heute ist ein ganz besonderer Tag und ich war noch keinen Moment allein mit dir. Tut mir leid, Mama, dann lass uns gleich ein Glas Champagner zusammen trinken. Bitte bleib doch noch hier. Ich möchte gern allein mit dir sprechen. Na gut, worüber möchtest du denn sprechen? Warum bist du so bedrückt? Dein Verhalten passt nicht zu diesem freudigen Ereignis. Und dann bittest du CC, nichts zu ihnen zu sagen. Cruz, ich kann mir denken, was los ist. Was soll los sein? Wie meinst du das? Jeder hier kann 5 Wochen zurückrechnen und wir alle wissen, was Eden genau zu dieser Zeit passiert ist. Und darüber hast du doch vorhin mit CC gesprochen. Ja, darüber haben wir gesprochen. Er ist besorgt deswegen, was ich auch verständlich finde. Aber ihr beide, habt ihr denn noch nicht darüber geredet? Doch, natürlich, Mama, aber sie ist sicher, dass ich der Vater bin. Verstehst du? Sie ist sicher, sie ist hundertprozentig sicher, dass das Baby von mir ist. Was ist mit dir, mein Junge? Was glaubst du? Genau dasselbe. Du hast keine Zweifel? Es würde mich gar nicht wundern. Es wäre verständlich in deiner Situation. Manchmal habe ich tatsächlich Zweifel, aber das legt sich wieder. Und ich versprach Eden, dass wir das Kind großziehen. Und ich finde das auch ganz in Ordnung. Immerhin ist das Baby unschuldig. Ich meine, was da passiert ist, können wir doch dem Kind nicht zum Vorwurf machen. Ja, das ist wahr. Aber dann gibt es Momente, da überlege ich, was würde ich tun, wenn das Baby nicht von mir ist? Was ist... Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das verkraften könnte. Das verstehe ich. Werde ich damit überhaupt fertig werden? Ich meine, kann ich dem Kind je in die Augen sehen, ohne zu denken, das sind die Augen
des Mannes, der ihr wehgetan hat. Und dann würde ich ihn hassen, diesen Mann und wahrscheinlich auch das Baby, nur wegen dieser Augen. Ich würde auch mich hassen, weil ich dieses kleine Baby hasse. Und das wäre für alle Beteiligten eine unerträgliche Situation. Ihr habt viel durchgemacht in letzter Zeit. Ich glaube nicht, dass Gott zulässt, dass ihr noch mehr leidet. Und ich kann nicht mal ehrlich ihr gegenüber sein, Mama. Sie hat keine Ahnung von meinen Zweifeln, wie du gerade gesagt hast. Sie hat so viel durchgemacht und ich will auf keinen Fall, dass sie meinetwegen noch mehr leidet. Vielleicht versteht dich Eden viel besser, als du denkst. Ihr zwei habt immer ganz genau gewusst, auch ohne Worte, was der andere fühlt, vor allem, wenn ihn etwas bedrückt. Ja, das ist wahr. Nur weißt du, das hat sich leider geändert. Wie meinst du das? Es war ein schlimmes Erlebnis für Eden und sie ist seither nicht mehr so offen wie vorher. Ich meine, sie hat so etwas wie ein Schutzschild aufgebaut, um unverletzbar zu sein. Aber die Beziehung hat sich zum Nachteil verändert dadurch. Ich verstehe, wie schlecht sie sich fühlt. Es ist nur, dass wir uns ständig fremder werden, wo wir uns gerade jetzt brauchen. Es ist ziemlich schwierig, mit dir darüber zu sprechen. Du musst auch nicht mit mir darüber reden, wenn du das nicht willst. Ich will einfach nur verstehen, was in dir vorgeht. Und helfen, wenn ich kann. Ja. Weißt du, wir waren nicht mehr zusammen. Als Mann und Frau. Seit das passiert ist, haben wir nicht mehr miteinander geschlafen. Aber das wird sich ganz sicher ändern. Wirklich? Ich befürchte manchmal, das wird sich nie ändern. Und ich habe Angst, dass sie mich nie wieder so lieben wird wie früher. Oh, mein Junge. Weißt du eigentlich, dass das deine Chance ist? Jetzt kannst du mir erklären, was eine perfekte Mutter tun muss. Und ich werde mir schön Notizen machen und sie natürlich alphabetisch abheften. Liebes, ich kann dir nicht sagen, wie du eine perfekte Mutter wirst, weil es dafür einfach noch kein Rezept gibt. Allerdings solltest du wissen, dass dir von jetzt an jedes weitere Jahr wie eine Ewigkeit vorkommen wird. Dein Leben ändert sich, deine Gewohnheiten ändern sich. Aber ich mache mir deinetwegen keine Sorgen. Du wirst ganz bestimmt eine wundervolle Mutter. Das weiß ich ganz sicher. Und am besten wäre es dir eine Anleitung zum Häkeln zu schenken. Oh, Mom, muss das denn sein? Das gefällt mir. Ja, du freust dich aber für mich. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich darüber bin. Ich möchte, dass du mir bei allem hilfst. Du musst mir helfen, einen Namen auszusuchen und den Kindergarten und auf welche Schule das Kind gehen soll und welcher Beruf der geeignete ist und so weiter. Es ist schön, dass du endlich wieder lachen kannst. Mom, wir haben hier eine sehr wichtige Unterhaltung und du versuchst offenbar das Thema zu wechseln. Kann es sein, dass du dir meinetwegen Sorgen aber machst? Nein, Schatz, wirklich nicht. Ich frage nur, wie du dich fühlst. Ich meine, wegen dem, was dir vor kurzem erst widerfahren ist. Ich frage mich, was dir da alles durch den Kopf gegangen ist. Ich weiß, was du denkst. Liebling, ich sehe, dass du wieder glücklich bist. Und zufrieden, und das ist doch das Wichtigste. Mama, ich war schon vor der Vergewaltigung schwanger. Ich wollte es Cruz sagen. Ich meine, als ich mir gerade überlegte, wie ich es ihm sage, da klingelte dieses dumme Telefon und er musste ganz schnell weg. Ich war schon schwanger. Ich weiß es genau. Du hast keinen Grund, dir Sorgen zu machen. Der Grund, warum ich hier bin, ist, ich möchte eine Story schreiben. Wollen Sie sich nicht erstmal setzen? Bitte? Oh, natürlich, danke. Eine Art Reportage, besser gesagt, über Vietnam-Veteranen, die in Santa Barbara zu Hause sind. Wollen Sie sich nicht auch setzen? Sicher. Und ein Schwerpunkt der Reportage ist die Frage, was für ein Leben haben diese Männer nach dem Ende des Vietnamkrieges geführt?
Und ich dachte, möglicherweise könnten Sie mir ein paar Hinweise dazu geben. Nein, das kann ich nicht. Wieso nicht? Meistens werden in diesen Stories doch bloß wieder nur Klischees und Halbwahrheiten verbreitet und ich habe keine Stimmt, Lust. Das ist richtig und deshalb brauche ich Ihre Hilfe. Genau das will ich vermeiden. Tut mir leid, Miss Saunders, aber ich will einfach nicht. Ich bin nicht daran interessiert. Nicht, wenn es schon wieder um dieses Vietnam-Drama geht. Darüber wurde für meine Begriffe schon genug Müll geschrieben. Ich finde, genug ist genug. Ich finde, man sollte uns endlich behandeln wie ganz normale Veteranen vergangener Kriege, wie ganz gewöhnliche, normale Menschen. Man sollte aufhören, irgendwelchen Mythen nachzugehen oder Helden aufzubauen. Ich will nur eins. Ich will das Ganze vergessen und nicht immer wieder Erklärungen abgeben müssen. Aber Erklärungen sind wichtig, glaube ich. Ich will versuchen, die Wahrheit rauszubekommen. Ich habe einen Bruder. Ich hatte einen Bruder. In Vietnam. Er hat mir fast jeden Tag geschrieben. Die Klischees und Halbwahrheiten, von denen Sie gesprochen haben, die stammen von Leuten, die keine Ahnung haben von dem, was wirklich geschehen ist. Ich weiß, was die Menschen dort mitgemacht haben. Und das ist es, was ich erzählen will. Mit Ihrer Hilfe. Bitte. Ich wünsche mir jedenfalls ein Mädchen, ganz egal, was Daddy sagt. Ist doch egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ich freue mich riesig auf es auch wird. Ich bin dann auf jeden Fall Onkel. Genau. Und mich werde ich auch erst Tante nennen. Ich weiß nicht, was daran so komisch ist. Meinst du, vielleicht es macht mich älter? Das nicht, aber vielleicht etwas reifer, ja? Oh, jemand sollte ihm Manieren beibringen. Ich hab's versucht. Ich auch schon seit Jahren. Wo bist du denn? Wir sollten lieber verschwinden, ehe die zwei sich noch ja, schlagen. Ja, danke vielmals, Mama. Ich komme dann später und hole Chip ab, ja? Bis nachher. Lass dir ruhig Zeit. Ich pass gern auf den Kleinen auf. Bis gleich, mein Schatz. Sei schön brav und ärgere mir die Oma nicht. Wir sehen uns. Wiedersehen. Bis dann. Ich werde dann jetzt auch langsam gehen. Ich auch. Ich habe einen Augenblick noch. Ehe ihr alle geht, möchte ich noch etwas sagen. Es gibt ein paar ungeklärte Fragen wegen Edens Schwangerschaft, wie wir alle wissen. Ich weiß nicht, wie ihr diese Sache seht. Aber sie geht davon aus, dass es von Cruz ist, dass es sein Baby ist. Das ist entscheidend für mich. Sie wirkt zwar mittlerweile wieder so ausgeglichen und fröhlich wie früher, aber ich glaube, sie versucht einfach nur, ihre Gefühle vor uns zu verbergen. Seid also bitte vorsichtig mit dem, was ihr sagt. Sie ist zurzeit äußerst verletzbar. Okay? Was ist denn? Es ist gut zu wissen, dass du so denkst. Und ich hoffe, dass du wirklich so überzeugt bist, wie du klingst. Wir hatten keine andere Wahl. Entweder sie oder wir. Und was passierte dann? Ich bin rausgekommen. Obwohl ich vieles aus den Briefen meines Bruders kenne, finde ich die Vorstellung, jemanden zu töten, einfach schrecklich. Einen Menschen einfach umzubringen. Ja, aber die Gesetze des Krieges sind nun einmal so. Wir wurden darin ausgebildet. Und irgendwann haben wir nicht mehr nachgedacht. Wir taten es. Hallo. Hallo. Geht's dir gut? Oh ja. Setz dich. Ich fühle mich sogar sehr gut. Und so glücklich wie schon lange nicht mehr. Ich bin wirklich, wirklich froh, dass wir es der Familie gesagt haben. Hat mir sehr gut getan. Ich freue mich genauso darüber wie du. Und es war sehr wichtig für dich. Ja, dass sie Bescheid wissen, ist sehr gut. Ich bin müde. Ich weiß auch nicht, irgendwie so völlig leer. Das überrascht mich nicht. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ich wollte dir noch etwas sagen. Ich erinnere mich noch genau an die Nacht, in der ich unser Kind empfangen habe.
Wieso hast du mir nichts gesagt? Naja, ich habe dir nichts gesagt, weil ich dachte, dass du mich dann für verrückt erklärst. Denn normalerweise weiß eine Frau das erst, wenn sie bei einem Arzt einen Schwangerschaftstest gemacht hat. Ach, du weißt doch, wie sehr ich mich schon immer auf deine weibliche Intuition verlassen habe. Ja, das tust du. Weißt du noch, in dieser Nacht spazierten wir beide den Strand entlang und es war schrecklich windig und kalt. Und wir unterhielten uns. Und dann hast du mir deine Jacke gegeben. Als wir beide dann wieder nach Hause kamen, hast du ein Feuer im Kamin gemacht und wir haben uns geliebt. Und danach fühlte ich, dass sich irgendetwas verändert hatte. Ich fühlte es. Ich fühlte, dass noch jemand da war. Und da wusste ich, dass sich unser Wunsch erfüllt hat. Ich wusste es einfach. Ja, ich weiß, von welcher Nacht du redest. Wirklich? Ist aber schon ziemlich lange her. Nein, so lange auch nicht. Ich will wieder mit dir zusammen sein. Ich hoffe, das weißt du. Natürlich weiß ich das. Du weinst ja. Ich liebe dich so sehr. Lass uns nach oben gehen. Nein, warte einen Moment. Bist du sicher? Ich meine, wenn du nicht willst, dann können wir auch noch warten. Tu es nicht meinetwegen. Nicht, weil du meinst, ich erwarte das. Das wäre falsch. Glaub mir. Ich weiß. Es tut mir leid, dass ich dir wehgetan habe, aber da war es einfach noch zu früh. Ich möchte auf keinen Fall, dass so etwas nochmal geschieht. Verstehst du? Es wird nichts geschehen, wenn du nicht willst. Du sollst nichts tun, was du nicht willst. Nie wieder. Ich möchte nur bei dir sein. Deine Wärme und Nähe spüren. Ich bin gleich wieder da. Störe ich? Nein. Carmen ist weg. Ich wollte mich nur von dir verabschieden. Willst du nicht zum Essen bleiben? Danke, aber der heutige Tag war doch ziemlich anstrengend. Ich bin sehr müde. Ja, damit muss man erst mal fertig werden. Weißt du, Cici, sie hat mir versichert, dass sie nicht den allergeringsten Zweifel hat. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, das hat mir Cruz auch schon erzählt. Hoffentlich hat sie recht. Ich habe ihm den Rat gegeben, noch mal darüber nachzudenken. Es wäre immer noch Zeit für eine Abtreibung. Cici, das würde Eden nie tun. Ich mache mir nur Gedanken über Ihre Zukunft. Werden Sie damit zurechtkommen? Was ist, wenn sie sich irrt? Dann ist es zu spät. Es ist nicht mehr zu ändern. Wieso? Das verstehe ich nicht. Sie sind noch jung. Sie können immer noch Kinder, und zwar eigene Kinder, bekommen. Du hast recht, aber es ist eine schwere Entscheidung, so etwas zu machen. Ich weiß auch nicht, wofür ich mich entscheiden würde. Aber letztendlich geht es nur Eden und Cruz etwas an. Trying to find my way.
get strong.